So, da sind wir wieder mit einer neuen Aufnahme. Nier Automata. Und es geht auch direkt los. Diese Spalte der deinen Lappen. Ja. Achso, Controller brauche ich. Okay, Spielstunden. Hat irgendwas gedrückt am Controller? Egal. Wir haben die zwei Quests erfüllt. Das heißt, wir können eigentlich gleich. Muss mal Mikrofon. Danke, komm. So, das heißt, wir können jetzt rein technisch gesehen erstmal uns, ich weiß nicht, ob wir überhaupt irgendwas kriegen, aber wir können jetzt die Shops benutzen. Das ging ja vorher, glaube ich, nicht. Der eine kann jetzt Chips herstellen. So. Alles an. Jawohl, dann geht's jetzt los hier. Neue Aufnahme und so weiter und so fort. Ich will eigentlich gleich losspielen, gar nicht Zeit. Hier ist mittendrin liegt da was. Haben wir das übersehen? Okay, cool. So, oh, Digga, was willst du denn? Man weiß nie, woher der Feind kommen wird. Patrouillen sind unverzichtbar. Hitler. Das dürfte reichen, um dein kaputtes Gerät zu reparieren. Da war der Falsche. Na sieh mal einer an. Dann bin ich wohl wieder im Geschäft. Wollt nicht, das zu hören. In der Tat, schließlich stelle ich Waffen her, um meinen Freunden ein wenig Sicherheit zu bieten. Obwohl ich mich manchmal frage, ob meine Waffen meine Freunde nicht einfach schneller sterben lassen. Nein. Ach, schon gut. Vergiss, was ich gesagt habe. Schau einfach in Kürze wieder hier vorbei. Dann sollte ich neue Ausrüstung für dich fertig haben. Jupp. Bitte des Waffenhändlers aktualisiert. Welche Taste ist Start? Nein, das ist nicht Start. Aufgaben. Aktive Aufgaben. Bitte des. Liefer die Materialien beim Schatten. Ja, haben wir doch gemacht. Na gut. Gehen wir einfach zu dem. Hey, ihr habt die Materialien gefunden. Das ist klasse. Jetzt kann ich mit den Upgrades anfangen und Sachen für euch anfertigen. Ich könnte mir vorstellen, dass ein paar Teile für die Reparatur deines Beins übrig bleiben. Ja, nein. Warum sagst du uns nicht, was hier wirklich gespielt wird? Tja, mein linkes Bein ist völlig hinüber und mein linkes Bein ist genau jenes, das noch original ist. Ich habe meinen alten Körper während des Krieges schon hunderte Male repariert. Ich habe alle möglichen Teile schon so oft ausgetauscht, dass ich es mir nicht einmal mehr merken kann. Aber dieses Bein, dieses linke Bein, das ist völlig unangetastet. Wenn ich es also ersetze, was passiert dann? Ich meine, wäre ich dann immer noch ich? Oder wäre ich nur... Egal, was mein Problem... Egal, das ist mein Problem. Wollt ihr euch nicht damit belästigen. Ich sollte bald noch mehr Ware bekommen. Also schaut vorbei, wenn ihr könnt. Aufgabenbelohnung. 2 Bernstein, krummer Draht, mittlere Erholung 2, 3000 Geld und 50 Erfahrung. 50 Erfahrung ist aber nicht viel, oder? So. Hey, du bist das. Ach, fast hätte ich es vergessen. Ich schulde dir doch eine Belohnung. Ich möchte mich für deine Hilfe bedanken, dass hier alles wieder seinen Gang geht. Hier also ein paar Verbesserungsmaterialien. Tierfell 5, Kristall 5, rostiger Klumpen 5, 5000 Gold und 50 Erfahrung. Möchtest du sie ausprobieren? Ja, darauf kannst du wetten. Waffenhändler. Bestienverderber, ein Schwert mit dem Bestienkönig als Motiv. Angriff 190-210. Ein Schwert mit einem unbehaglichen, mit einer unbehaglichen Aura, uralter Herrscher. Bestienlord. Ein Großschwert mit Bestienkönig Motiv. 320 bis 350. Ich weiß nicht, hier steht nicht von der Geschwindigkeit, ne? Oder soll das das L sein? Weil dann wäre ja...
Das hier das Beste. Wir nehmen mal das hier. Erwärmen. Ja. Nehmt das einfach mal. Gekaufte Waffen ausrüsten. Jawohl. Und zwar im Waffenset 1. Als schwere Waffe. So, ne, hier ausrüsten. Und als leichte Waffe jetzt. Den hier. So. Perfekt. Suche mich auf, wann immer du Hilfe mit deinen Waffen brauchst. Hey, also woher kommt ihr diese älteren Waffenmodelle? Oh, die Shop-Inhaberin schickt mir ab und zu welche. Die heißt Akkord und ist die eigentliche Inhaberin. Ich stehe nur am Tresen und sorge dafür, dass die ganzen Reparaturgeräte schön laufen. Ich sehe sie nur alle paar Jahre mal. Um ehrlich zu sein, sie setzt meist Lieferdrohnen ein. Wo sie die Sachen her hat, weiß ich nicht. Aber das meiste davon ist in einwandfreiem Zustand. Solltest du ihr je begegnen, dann grüß dich schön von mir, ja? Du kannst deine gekauften Waffen bei mir auch verbessern. Du benötigst Geld und Materialien, aber dafür werden sie entsprechend stärker. Außerdem kommen je nach Waffe Spezialfähigkeiten hinzu. Wenn du Lust hast, probier es mal aus. Oh, okay. Nee, das wollen wir aber noch nicht machen, denn... Na, Dicker, was los? Unsere Körper haben nicht viel Kampfkraft. Ihr seid um eure zu beneiden. Ja, würde ich auch sagen. Hier könnten wir doch... Was könnten wir hier kaufen? Ach, hier könnten wir normale Sachen kaufen. Hat Soundwelle? Zeigt deine Sound? Das, okay. Das haben wir, Hammer. Blendet RF-Leiste, Menge verdienter RF ein. Brauchen wir jetzt nicht so viel Geld, haben wir nicht. Ja, haben wir ja schon. Ja, das brauchen wir auch eigentlich nicht jetzt. Autofeuer. Waffenangriff plus erhöht Stärke vom Waffenangriff um 2%. Was habe ich jetzt gemacht? Ach so, da scroll ich. Wo war es jetzt? Waffenangriff plus um 2%. Physischer, reduziert physischen Schaden um 2%. Okay. Projektil, produziert Projektilschaden, Max LP, erhöht LP um den nehmen wir. Yep. Wir müssen mal, glaube ich, irgendwie eine einbauen. Tierköder brauchen wir jetzt nicht. Und was war das letzte Beutel? Ein Beutel mit einem. Achso, brauchen wir jetzt auch nicht. So, bis demnächst. Yep. Wir Ausrüstung ändern. Ne. Gegenstände benutzen. Großes Gehglück. Gegen lassen für 60 Sekunden mehr Geld fallen. Ah, okay. Ist schon mal nicht schlecht. Aber wie könnten wir jetzt den Pot verbessern? War das bei ihr? Wartungsjob. Benötigen Sie eine Wartung? Chips kaufen, verkaufen, verbessern. Den Pot wollten wir verbessern auf Stufe 2. Oh, da brauchen wir eine Menge. Alles Zeug, was wir nicht haben. Ja, komm. Nee. Aber wie können wir die Chips ausrüsten? Welche Taste? Hier. Fähigkeit? Bot-Programme? Bot A Gatling. Plug-in Chips, ja. Typ A. Anpassen. Alle Chips. Äh.
Geschwindigkeit, Deckel, Speicherpunkt, Schadenswert. Das kann man alles nicht benutzen. So richtig verstehen tue ich das nie. Achso, das ist wahrscheinlich der Speicherplatz rechts einfach, was wir auch noch verbessern können. Na gut, dann ist es auf jeden Fall ja schon ausgerüstet. Gut, das heißt, wir können eigentlich jetzt zu ihr hier gehen. Anemone. Ach hey, ich habe tatsächlich auch eine Bitte an euch hier. In letzter Zeit gab es viele Berichte über gefährliche Maschinen, die in der Wüste aufkreuzen. Das ist sehr ungewöhnlich, daher könnte das ein Hinweis auf eine größere Sache sein. Ja, ich habe gehört, dass ihr Jora-Typen ganz gut darin seid, Dinge zu untersuchen. Meint ihr also, ihr könnt euch dieses Durcheinander einmal für mich ansehen? Ja, wenn du so fragst, ja klar. Danke, ich wusste, dass ich auf euch zählen kann. Ich werde unsere Verbündeten in der Wüste sagen, dass ihr kommt. Aber seid vorsichtig da draußen, okay? Ja, werden wir machen. So, hier haben wir jetzt nicht mehr. Wir müssen auf jeden Fall Gelumbe finden. Was? Telefon! The desert heat is going to make resupply efforts difficult, 2B. Please make sure you're ready before you go. Das ist eine E-Mail. Achso, das war... nein, jetzt habe ich was benutzt. Ach, stimmt, wir konnten ja E-Mails. Wir sind permanent online. Wir können unser Gedächtnis über Funk... hallo, bleib stehen. ...ins Weltall senden, aber... ...wir können keine E-Mails lesen. Kommandante, verlorene Ausrüstung. Ich wollte dir vor deinem letzten Einsatz noch etwas sagen. Laut unserem Analyse-Team ist die Ausrüstung, die beim Einbrechen der verlassenen Fabrik verloren ging, noch immer dort. Ich habe ihre voraussichtliche Position markiert. Es wäre toll, wenn du sie bei dem nächsten Besuch holen könntest. Das wäre alles. Die Kommandantin. Ja, wenn wir mal auf die Map schauen. Können wir von hier aus eigentlich auch in die Map? Ne. Ne, so. Wo ist das jetzt markiert worden? So, und das brauchen wir eigentlich nicht markieren. Auf dem Weg dahin können wir uns aber das angucken. Na gut. Na, komm, lauf doch. So, wir müssen da lang. So. Warte mal. Ah, jetzt haben wir den. Jetzt haben wir das neue hier. Sehr schick. Richtig schick. So, macht gut Schaden. Macht sehr gut Schaden. Boah, diese Musik wieder. Boah, so geil. Tut mir leid, aber wir brauchen das Geld. Ah, davon liegt wieder was. Kristall. So, noch einer.
So, lauf, Eule! So, wollten noch probieren zu reiten, ne? Ich glaube, wir müssen über die Brücke. War da irgendwo. Okay. Hier runter müssen wir auch nochmal. Wo sind die bösen Maschinchen? Keine Angst vor so einer scheiß Maschine hier. Hey. Spongi 185. Hallo, mein Freund. Bergen. So, Geld 12, Stabilität 1, Angriff. Was? Angriff laden 1? Ah, über Takten 1. Okay, cool. Pflanzensaat erhalten. Ich glaube, davon brauchen wir nämlich auch 10. Oder Baumsaat brauchen wir, glaube ich, 10. Schauen wir mal, ob hier in der Ecke was liegt. Jawohl. Ah, kann man die öffnen? Ah, warum nicht? Das ist bestimmt das wertvolle Zeug, was wir gerade auch suchen. Oh, sieht echt cool aus hier. Aber Gegner scheint es hier keine zu geben. Aber zumindest jetzt noch nicht. Und wo sind dann die Maschinen, von denen wir gewarnt wurden? Ein Knopf, der nicht funktioniert. Oh, Baumsaat? Was ist das? Ja, falsche Taste, Entschuldigung. Welche Taste war denn jetzt zählen? Ach, was soll ich? Yeah, hä? Das, wieso leuchtet die Blume? Hallo? Hier gibt es noch was? Na, kommen wir wieder nicht lang. Ich muss gar nicht gedrückt halten, die rennt permanent. Juhu! Hey! Hab's gesehen. Na, bitte. Hier geht es nicht weiter. Na, geht davor. Ja. Was denn nur, Eule? Eule. Jürgen, sehr schön. Wo geht's hier weiter? Hier können wir den Knopf nicht aufmachen hier. Okay, müssen wir vielleicht später nochmal vorbeikommen. Man kann ja irgendwie auch hacken in dem Spiel.
Ah, kann man nicht öffnen. Okay, na, dann gehen wir erstmal zurück. Dann müssen wir wahrscheinlich um die Schlucht rings rumlaufen. Nur wir gehen erstmal hier runter. Ich weiß nicht, ob das jetzt sinnvoll ist. Karte. Kartenmodus. Wir müssen wahrscheinlich hier irgendwo lang. Das heißt hier vor und dann rechts. Was? Meins? Ja, sollte jetzt der richtige Weg sein. Die Erfahrung müssen wir uns aber leider holen. Uiuiuiui. So, möchten vielleicht dann. Ja, dann können wir haben 8 mittlere Erholung. Dann möchte ich vielleicht nicht. Ich hab gestolpert. Sah cool aus. Möchte vielleicht trotzdem das nächste Mal welche mitbringen. Das sieht aus wie Wüste hier. Oh, ein Job. Können wir uns vielleicht gleich sogar welche holen. Karten haben wir uns dann freigeschaltet. Sehr nice. Aber erstmal speichern. So. You're from Yorha, right? I've heard about you guys. We've got a squad mate waiting in a rocky stretch up ahead. Head on over. Just remember that there's nowhere to resupply out there. If you need anything, best to take care of it here while you can. What can I help you with? Wir wollen ein paar kleine Erholungen. So, 10 Stück am besten. So, Angriff. Dann brauchen wir jetzt alles nicht. Hey, die scheint im Sand öfters zu stolpern. Verbindung zum Netzwerk mit hergestellt? Hä? Super! Chicken Doodle Soup! Ja, geht klar, das ist der Name, den ich auch immer nehme. Ich sah Maschinen, an nichts glauben, auf der Erde niederblickend. Was? Egal, den wollen wir reparieren, den nehmen wir mit den Kollegen! Wurde zu deinen Verbündeten. Ja, sehr nice. Läufst du jetzt hinterher? Der andere war ja vor uns auf einmal weg. Da liegt noch ein Toter. Pia, hi, Obersama. Die können wir jetzt looten. Ein einzelner Androide sah ein paar alte Begleiter an einem Ort zum Sterben. Ja, immer egal, was gelootet. Gold 70, physische VDD 2, ja, Konter Fluss 1, Ausweichdistanz Fluss 2, sehr cool. Wie sehen unsere Stats denn eigentlich allgemein aus? Info, Einheiten dann, Tutorials, Waffengeschichte. Was Einheiten dann? Ah, cool! Krass. Ach, das Ding heißt kleine Feder. Oh, cool.
Mittelgroße Zweibeiner, kleine Flugeinheit, mittelgroße Flugeinheit, okay. Okay. Ach, der ist schon Goliath-Klasse? Ah. Okay, cool. Aber das ist nicht das, was ich sehen wollte. Kein Fehler. Hier unten kann man meine Maus sehen. Kann man nicht, egal. Hier unten steht kein Fehler. Maus, hau ab. Maus! Weg! So, ich weiß nicht. Angriff leicht, Angriff schwer. Erfahrung. Wir sollten vielleicht doch mal das Ding mit der Erfahrung kaufen. Los, mitkommen! Meine Gefreiten. Ich muss mal ein bisschen Geld ausgeben. Kaufen. Hat LP-Leiste, haben wir ja schon. Hat Feinddaten, Blendschuh, also haben wir ja auch schon. Hat Fähigkeit. Achso, das sind so Sachen, die müssen wir alle kaufen, wenn wir sterben. Deswegen gibt es das im Shop. Ich überlege die ganze Zeit, warum soll man das Zeug kaufen, wenn man das schon hat? Aber ja, wir müssen das neu kaufen. Aber dann in einem neuen Androiden spielen, hat Erfahrungsleiste. Ja, komm, kaufen wir mal. Ich will sehen, wie das aussieht. Dann können wir nämlich vielleicht auch sehen. So, es ist jetzt auch. Die ist gerade schon wieder gestolpert. Sieht echt cool aus. Hier Fähigkeiten hier ein bisschen. Wir haben bloß eins drin, oder? Fucking Chips. Yeah. Ist das jetzt ausgerüstet? Ja! Sehr nice! Sehr nice! Wo ist jetzt eigentlich? Ach da! Wie hieß du? Leonie, ne? Warte, wie war das? Ich kann ihren Namen nicht mehr sehen. Egal! Stirb einfach nicht so schnell, wenn es geht! Das wäre cool! Oh, viele Gegner auf der Karte. Was bist du denn? Na, ja, ich drück immer die falsche Taste. Message for all of our brave androids fighting on the surface. Currently, our struggle against the machine life forms is at a stalemate. This battle has raged for far too long. I'm sure all of you find the effort grueling. But now is not the time to give up. Now, more than ever, we must forge on. Remember that several hundred thousand humans on the moon nothing more than to return to Earth. Glory to mankind. Those council broadcasts are always so stiff. Report. Mail notification received from access point. Was sind die? Was machen die? Speichern möglich. Okay, cool, dann können wir gleich mal hier mal speichern. Das hier muss auch irgendwo ein Gerät sein, dass wir gleich mal unsere E-Mails lesen können. Ideen der Spule erhalten, okay. Da liegt noch was.